Das ist vielleicht interessant für dich. Wir haben einen wunderbaren Kollegen hier aus Hamburg, der einen kurzen Abriss geben kann, was sich aktuell in der deutschen Disco-Szene tut. Bevor wir gleich auf Mick Jagger zu sprechen kommen, meine Damen und Herren, aus Hamburg, ein großartiger Komödiant. Herzlich willkommen, Thomas Hermanns. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin so glücklich. Ich habe gestern so was Wunderbares erlebt. Ich war bei meinen Verwandten hier in der Nähe von Köln und gestern sagt meine Cousine: Thomas, wir gehen in die Disco. Und dann waren wir in einer echten Landdisco. Das Sunset in Sülpisch-Ürpedisch. Es war großartig. Allein das Dekor. Braunes Holz und überall kleine Glühlämpchen. Wie so eine Almhütte auf schlechten Drogen. Ja? Und wir kamen rein, es war eine Zeitreise, es war alles noch wie früher. Es war leer, die Tanzfläche war leer, außer genau zwei Mädchen mit blonden Haaren und genau diesem Schritt. Es war so klasse. Es war so wunderbar. Und drumrum stehen die ganzen Jungs und gucken zu und trinken Cocktails, die alle heißen wie so Dieter Bohlen-Titel. So Sexy Lady und Blue Night. Ja? Und die könnten auch alle Instant Crash heißen, weil nachher fahren Jungs alle besoffen gegen die Bäume. Aber das Schönste war der Disc-Jockey. Ihr Lieben, ein Disc-Jockey mit Ansagen, weil der konnte noch gar nicht mixen. Ich saß da und auf einmal höre ich's. Ja, hallo, hier aus der Kanzel, hier ist der Barry erstmal. Und es geht jetzt gleich los mit Ram Jam und Black Betty. Aber zunächst einmal noch ein Hinweis, am Donnerstag wieder Ladies Night. Ein freier Blue Curaçao für jedes weibliche Herz. Aber Mädels, vergesst doch nicht, ich bin doch auch noch da. Young, free and single. Und die Tanzstile. Und die Tanzstile waren immer noch dieselben. Die Tanzstile, exakt. Es gab immer noch die alternativ tanzende Frau, die wartet auf Nothing Compares to You von Sinead O'Connor und tanzt dann diesen schönen Schritt. Und sie hatten noch einen Grufti. Sie hatten einen Grufti, einen noch im Ort, ja. Und er war so ein bisschen traurig, weil er der Einzige war. Aber das passte ja auch, weil er war ja auch Grufti. Und der wartete dann auf Cure, natürlich. Und welchen Schritt musste er noch beherrschen? Aufgepasst. Aber meine absoluten Lieblinge, meine absoluten Favorites waren, und die gab es auch schon immer, vier Mädchen, die in der Tanzschule einen Modetanz gelernt haben und den ganzen Abend bei einer Cola darauf warten, dass das Lied kommt. Und jetzt war Zülpisch-Ürpenisch im Macarena-Fieber. Ich guck so rum, sitzen so vier Mädchen so mit so Blumen im Haar, so spanisch, ja. Und dann kommt das Lied und sofort auf die Tanzfläche Aufstellung genommen. Und kennen Sie das, wenn Leute den Text nicht genau wissen, aber so halblaut mitsingen? Das habe ich als Kind immer mit meiner Schwester gemacht. Immer so, to Alice. Ne? Und Spanisch. Und Spanisch ist ja noch viel schwieriger als Englisch. Ja? Aber die ja ungebrochen. Haumase, hava Macarena, hava hauwala, hauwala, hala Macarena, hauwabalau, hava lawa, Macarena, hey Macarena, hi! Mein absoluter Favorite, zum Schluss noch, mein absoluter Favorite aus privaten Gründen war also der einzige Schwule des Ortes, der es noch nicht wusste. Warum er es nicht wusste, wusste man nicht, alle anderen wussten es, ja. Weil er der Einzige war, der vor der Spiegelwand Pirouetten dreht und den gesamten Text zu I Will Survive auswendig kennt. First I was afraid, I was sacrificed.
Ich habe mich dann durch das gesamte Dieter Bohlen Repertoire getrunken. Später am Abend habe ich dem Schwulen dann noch erklärt, was im Leben so auf ihn zukommt. Aber es ist eine andere Geschichte. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Danke dir, wunderbar. Danke. Thomas Herrmann, tschüss. Tschüss.